Die Quarantäne setzt mir echt zu, Leute. Hey, was geht? Willkommen zum weiteren Video. Heute geht's um Twinsanity. Also scheiße mittelmäßig. Crash hatte mit der Originaltrilogie, nicht du, einen echt guten Lauf. Die Spiele, nicht du, waren echt gute lineare Plattformen mit einer echt fairen Schwierigkeitskurve und einer mega nice Steuerung. Halt, das hatte ich wie Butter gespielt. Nach dem Release von CTR, dem besten Racing-Game, das hier rausgekommen ist, und dem Ende der Naughty Dog-Ära, ist aber alles so ein bisschen gestorben. Ich finde noch, mit Crash Bash haben die eigentlich ein echt nices Party-Game abgeliefert. Ich meine, das Spiel nimmt das typische Crash-Konzept und macht wie ein CTR draus einen echt coolen Adventure-Mode. Und die meisten Minispiele sind cool, also dieses Kack-Racing-Game, an dem ich nicht vorbeikomme. Ja, aber Traveler's Tales durfte nach Crash 4, was direkt nach Crash Bash kam im Grunde, noch ein Spiel machen. Auf jeden Fall stand dadurch Twinsanity oder auch Crash 5, wie ich es gerne nenne. Ich meine, das Spiel hat echt was Neues versucht und natürlich hat es genug Zeit bekommen und kam nach einer reibungslosen Entwicklungsphase komplett bugfrei auf den Markt. Okay, ich habe gelogen. Das Spiel wurde gerusht und hat sehr viele Sachen, die es immens zurückhalten. Ich meine, was erwartet ihr von Post-Naughty Dog Crash Bandicoot? Wenn die Entwickler nicht bluten, kommt mir das Spiel nicht ins Haus. Wisst ihr, weil das Spiel mich nostalgisch macht, legen wir doch mal die CD ein und schauen, was es so zu bieten hat. Was? Das Hauptmenü des Spiels ist mega sick. Es fängt mit Cortex of Ice an, was einfach das Ende von Crash 4 ist, da man ihn nämlich zuletzt in so einem Eisgebiet gesehen hat und das Logo ist auch schick. Es ist halt ein wirklich cooler Anfang zu einem Spiel, das weniger cool ist. Ich bin's, Aku Aku. Meine Pflicht. Kannst du noch mehr Zähne zeigen? Das Spiel ist ein etwas offenerer 3D-Plattformer. Das ist auch der erste Crash-Teil, der mal was anderes versucht hat, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe. Und es ist super clever, wie es das gezeigt hat. Das ganze erste Level ist nämlich einfach aufgebaut wie ein typisches Level mit den typischen Crash-Gegnern. Das Level ist auch gleichzeitig ein Tutorial, bei dem wir von Coco die Moves des Spiels beigebracht bekommen. Aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich komme aber nicht drauf. Aber es gibt jetzt nichts krass Neues, was man in dem Spiel kann. Eine typische Crash-Steuerung. Nur macht das Spiel den Trend von Crash 4 nach und hat eine super träge und eklige Steuerung. Aber dafür hat Twinsanity nicht allzu schwere Plattformpassagen, außer die am Ende. Aber bis dahin hat man sich schon an die Steuerung gewöhnt und man kommt da relativ gut durch. Ist halt eine gewöhnungsbedürftige Steuerung. Nach dem ganzen Tutorial-Level und dem Real-Talk-Part von einem Stinktier, das ganz klar keinen Bock mehr hat, ein Gegner in diesem Spiel zu sein, kommen wir zu Coco, die sich schon die ganze Zeit komisch verhält. Überrascht mich zu sehen. Scheiße, das war die ganze Zeit Cortex, Hilfe! Man sieht doch die ganzen Crash-Bosse in der Cutscene, aber die machen nichts und Crunch ist halt viel zu klein. Ich weiß nicht, was die mit ihm gemacht haben. Nach der Cutscene und dem Plot-Twist des Jahrhunderts gibt es einen super nice Bossfight gegen Cortex. Er schießt halt und man muss ihm ausweichen, nur um seinen aufgeladenen Schuss zurückzufeuern. Aber er macht über seine drei Phasen immer mehr von der Stage kaputt, sodass der Fight immer schwerer wird. Ich finde das richtig gut. Es hat eine sehr solide Schwierigkeitskurve. Und wenn man ihn besiegt hat, holt er den Mecha-Bandicoot raus, weil das alle verrückten Wissenschaftler pullen müssen, wenn sie von dem Tier ihrer Wahl besiegt werden. Der Fight ist auch ganz cool. Der Bandicoot ist diesmal in der Arena und man selbst ist draußen. Und der Mecha-Bandicoot schießt mit Raketen und Lasern. Das macht echt Bock. Vor allem ist der Soundtrack ja mal der absolute Banger. Es ist wirklich lächerlich, wie gut der Soundtrack des Spiels ist. Wie ihr es vielleicht schon rausgehört habt, ist der Soundtrack des Spiels a cappella. Das heißt, es wurden nur menschliche Sounds für die Komposition der Tracks benutzt. Ich glaube, ihr wisst alle, was a cappella ist. Ich weiß gar nicht, warum ich es erkläre, aber ey. Und wirklich, der Soundtrack ist der einzigartigste Shit. Die Gruppe Spiral Mouth hat eine echt gute Arbeit geleistet. Halt, wirklich. Holy shit. Der Soundtrack gibt dem ganzen Spiel ein richtig einzigartiges Feeling. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich verlinke euch mal die Tracks in der Beschreibung. So eine Playlist. Gehen ab. Aber nachdem wir Mecha Bandicoot umgelegt haben, wird Crash von Cortex weggeboxt. Und danach delivert Dingo Dai die beste Line, die menschliche Ohren je hören durften. Essen? Ab hier wird das Spiel sehr anders als gewöhnliche Crash-Spiele. Ich meine, Cortex kriegt einen Anfall und fängt an, Crash zu verprügeln. Und das ist einfach ein ganzes spielbares Level. Und wenn ihr jetzt denkt, cool, man darf jetzt Crash verprügeln, nein, nicht wirklich. Man steuert die beiden durch ein Tunnelsystem oder was auch immer das ist. Und sonst gibt es nicht wirklich viel dazu zu sagen. Es steuert sich relativ präzise und ist super kurz. Was eigentlich auch gut ist, denn wäre die Passage noch länger, hätte ich fett keinen Bock mehr. Okay. Kann mir jemand sagen, was hier gerade passiert? Ach, ich muss Knöpfe kaputt machen? Na dann. Ich find's gut, dass die Idioten ihren Bohrer so gebaut haben, dass man den easy kaputt machen kann. Wieso kommen da überhaupt Gegner raus? Wofür war diese Stelle im Spiel? Ich versteh's nicht. Aber hey, jetzt können wir mit Cortex zusammen rumrennen. Das ist cool. Man kann ihn rumwerfen, er sammelt Sachen ein. Man kann ihm auch eine Gehirnerschütterung geben, indem man ihn die ganze Zeit gegen eine Wand schlägt. Das ist eine Sache. Aber die Passage mit ihm ist an sich eigentlich echt cool. Man muss halt leichte Rätsel lösen und Cortex clever mit der Umgebung benutzen. Es ist nett. Am Ende kommt sogar wieder der Bohrer vor. Okay, das lief nicht gut. Yo, was war das denn? Was, bin ich gerade gestorben? Also das Spiel macht das jetzt mit Absicht, oder? What the fuck? Ich liebe es übrigens einfach, wie Cortex da rausgekackt wird. Na endlich! Crash?
Ist alles okay? Hör doch auf, Alter! Okay, Crash hat keine Animation mehr. Ich glaube, das Spiel macht's nicht mehr lange, Leute. Endlich sind wir aus der scheiß Höhle draußen. Als nächstes kommt eine pre-rendered Cutscene, die einfach noch mehr Artefakte hat als ein fucking Zeitrelikt. Hier werden auch die Bösewichte von diesem Teil vorgestellt, die Zwillinge. Und ja, die nehmen Cortexes Gehirn raus. Wisst ihr, ich kann jetzt einen Witz über Neocortex machen und wie das ein Teil vom Gehirn ist und alles. Aber ich kann es halt auch nicht machen. Aber ernsthaft, ich hasse diese Cutscene. Alle Witze, die hier versucht werden, landen nicht. Halt, alles hier ist falsch. Und es ist komisch, denn das Spiel hat normalerweise einen guten Humor. Aber keine Ahnung, was hier passiert ist. Naja, nach einer sehr kurzen Plattformpassage treffe ich auf Cortex, der tanzt. Ich meine, vor nicht mal 5 Minuten war sein Hirn einfach nicht mehr in seinem Körper, aber ist okay. Ich beneide die Ureinwohner um ihr einfaches Leben. Kann ich nochmal zurücknehmen, dass das Spiel einen guten Humor hat? Die nächste Area des Spiels hat auch ein neues Gameplay-Element. Als hätte dieses Spiel nicht schon viel zu viel Variation. Diesmal wird Cortex nämlich von Bienen verfolgt. Und wir müssen ihm die Sachen aus dem Weg räumen, damit er nicht brutal drauf geht. Und das Level ist wirklich gut gemacht. Es sind verschiedene Hindernisse, die man wegmachen muss. Und das geht gerade lang genug, dass es nicht auf den Sack geht. Es ist auch gut, wie die Situation immer mehr eskaliert. Finde ich nice. Das Einzige, was ich daran kritisieren würde, wäre, dass die Hindernisse alle ziemlich simpel sind. Mehr als draufspringen oder anspinnen macht man da nicht. Aber es reicht für die kurze Zeit, in der dieses Level da ist. Hier sollte ich auch mal die Level an sich ansprechen. Ich mag die Variation, die das Spiel einem gibt. Man hat so viele Settings und so viele verschiedene Playstyles, die alle nicht super lang gehen, weil es wahrscheinlich gerusht wurde. Aber genau das macht das Ganze mega gut. Klar, es gibt Bullshit in dem Spiel, aber dazu kommen wir noch. Nach dem Ganzen haben wir eine Art Stealth-Segment vor uns, das einfach nur mittelmäßig ist. Man muss nichts Krasses machen oder sich irgendwie clever verstecken. Im Grunde muss man darauf achten, nicht in das Sichtfeld der Wache zu kommen und das wiederholt man dann ein paar Mal. Ich meine, wie schon gesagt, das ist kurz, aber das hätte auch einfach nicht im Spiel sein können und es wäre nichts anderes gewesen wie die ganze nächste Area im Spiel. Man muss diesen Wurm durch das Tiki-Dorf prügeln, um Cortex zu retten und naja. Oh Gott, was wollen die von mir? Was war das denn? Meine Fresse, wo ist der Wurm? Hier gibt's Wildschweine? Fuck. Okay, cool, wir sind da. Ich bin auch froh, dass Cortex hier einfach die ganze Zeit den gleichen Schrei hat. Nach der ganzen Scheiße müssen wir von dem ganzen Tiki-Stamm abhauen. In einem Level, das wieder sehr stark an die alten Crash-Teile erinnert. Und es ist wirklich ganz cool. Das Level ist fair und es ist relativ... Okay, das ist gerade passiert. Aber das Level ist wirklich gut. Es macht echt einen soliden Job, einem den Weg zu zeigen, ohne zu leicht zu sein. Außer diese Scheißstelle mit dem fucking Baumstamm, die sich verpissen gehen kann. Nach einer sehr kurzen Höhlensektion treffen wir einen Farmer, der uns den Kristall anbietet, wenn wir seine Farm von Würmern befreien. Naja, und Cortex legt ihn einfach um und holt sich den Kristall. Halt erstmal lustig, aber wir müssen danach das Minigame trotzdem machen, um den Berg hochzukommen. Da geht der Witz irgendwie komplett verloren. Ich meine, jetzt gerade haben wir einen Farmer umgelegt, der genug Geld für seine Familie machen wollte. Und jetzt ist er tot und seine Familie wird sterben. Daran ist nichts lustig, Mann. Das ist einfach nur fucking traurig. Komm schon! Okay, ich habe ein paar Fragen. Erstmal, warum bewegt Cortex seinen Mund nicht, wenn er redet? Und warum wird er zu fucking Danny Phantom und fliegt einfach den Berg hoch? Wisst ihr, ich will's gar nicht wissen. Als nächstes kommt ein Bossfight gegen diese Tiki-Statue. Und das war für mich scheiße gruselig früher. Die Musik und die superleere Arena haben mich echt fertig gemacht. Aber mittlerweile hasse ich diesen Boss nur noch. Man muss praktisch warten, bis er seine Attacken gemacht hat. Und dann, während er einen anschreit, muss man Cortex in seinen Mund werfen, damit er an ihm steht. Aber ich schwöre bei Gott, das funktioniert nur 25% der Zeit. Man muss dann den perfekten Sweet Spot finden, bei dem man ihn werfen kann. Ansonsten geht's in dem Mund super knapp vorbei und die Phase restartet einfach. Ich meine, er ist nicht schwer oder so, nur übelst nervig. Das waren sehr frustrierende 18 Minuten. Ich find's aber echt cool, wie man nach dem Bossfight schon die nächste Area ganz hinten im Hintergrund sieht. Das hat was. Das ist nice. Ja, genau. So steigt man auf ein Boot, Crash. Genau so. Das Boot bringt uns zu Cortexes Eislabor und ab hier fängt das Spiel an echt ein bisschen zu sterben. Halt, es zerfällt. Okay, warte, was geht hier gerade ab? Und was mache ich jetzt? Okay, die Version sieht schon mal wesentlich besser aus. Die nächste Area ist eine Eishöhle mit diesen beschissenen Fledermäusen und die Pinguine, die direkt gegen eine Wand fliegen, sobald die Crash sehen. Ich weiß, die Area ist nicht besonders gut, aber das ist schon ein bisschen extrem. Die Area an sich ist aber echt interessant strukturiert. Klar, am Anfang sieht es nicht nach irgendwas Besonderem aus. Es besteht einfach nur aus Eis und ziemlich beschissen platzierten Eiszapfen. Aber das Level ist vertikal aufgebaut. Und wenn man ein bisschen weiter oben ist, fängt der Berg an, immer mechanischer zu werden. Da läuft man dann auf riesen Zahnrädern oder Aufzügen rum. Und sogar die Viecher vom dritten Teil sind hier. Aber leider, wenn man ganz oben ankommt, klatschen die Entwickler einfach ein paar Nitro-Kisten mit rein, damit die Stelle einfach schwieriger wirkt. Obwohl es einfach nur dasselbe ist. Dafür wird hier ein bisschen mehr mit Cortex gemacht, aber es ist nichts Neues. Man wirft ihn halt zu Schaltern, um Brücken zu aktivieren und natürlich kann man ihn durch Eisscheiben werfen, um weiterzukommen.
Gott klingt der Scheiße. Aber der Bossfight gegen ihn ist wirklich nice. Praktisch muss man Cortex zu einem der Schalter werfen und dann den mittleren Knopf drücken, sobald Uka Uka über den Luken steht. Es ist sehr simpel und nicht besonders schwer, aber es macht Spaß. Cortex, der Fight ist vorbei. Okay, nimm die Waffe runter, Mann. Zwischen diesen ganzen Leveln sind so kleine Plattform-Challenges, die die Welt connecten. Und die sind meistens echt nicht so gut. Oft sind überall einfach Nitro-Kisten, die man mit einem Detonator einfach zerstören muss. Und dann kann man drüber. Man braucht keinen Skill oder irgendwie Hirn, um die Stellen zu schaffen. Und das ist echt schade. Wir hätten da viel niceren Shit machen können. Wie zum Beispiel auf dem Weg zum Labor. Dort ist die Passage viel besser. Ich meine, die haben nicht viel gemacht, außer den ganzen Shit in die Luft zu packen. Aber es wirkt jetzt schon schwerer als den Shit, den die mir da vorgegeben haben. Wären nur mehr Passagen im Spiel so, wäre das echt nice gewesen. Im Labor kommt nochmal so eine pre-rendered Cutscene, die auf 144p ist. Halt ein Atari-Spieler hat mehr Pixel. Und danach müssen wir in dem Raum gegen einen Haufen Aliens kämpfen. Und alles daran funktioniert nicht. Das Spiel ist ganz klar nicht darauf ausgelegt, in Arenen gegen einen Haufen Gegner zu kämpfen, weil man nach einem Hit stirbt. Es geht ja, wenn man in einer linearen Plattformer-Passage ist. Aber nicht, wenn man bei einer Ratchet & Clank-artigen Arena ist. Es hilft doch nicht, dass die Viecher so eine hohe Range haben und die einen von 10 Meter aus einfach killen. Ich habe den Raum nur hingekriegt, indem ich Cortex genommen habe und ihn in die Gegner reingeworfen habe, bis er alle abgeknallt hat. Weil er es ja nicht von sich alleine machen kann. Ich muss ihn erstmal werfen. Du bist fucking nutzlos, Mann. Wer sind die bösen Emporkömmlinge? Ich hab das Leben von so... Fresh? Ist alles okay? Er macht's nicht mehr lang, Leute. In der Cutscene wird übrigens gerade die Story ein bisschen weitergeführt. Im Grunde arbeiten Crash und Cortex jetzt zusammen, um die Vögel zu stoppen, weil die irgendwie alles Leben auf der Erde killen wollen oder so. Also wollen Crash und Cortex mit einer Maschine zur Dimension X, wo die Zwillinge sind. Und dafür brauchen wir 6 Kristalle, von denen wir nur 4 haben. Deswegen müssen wir noch ein ganzes riesiges Level machen, in dem 2 versteckt sind. Wir müssen Engines Schlachtschiff erreichen, bevor es Segel setzt. Aber wie? Denk nach, Cortex, denk! Hier ist irgendein Arschfickwitz versteckt. Ich komme nur nicht drauf. Wenn wir schon dabei sind, die Passage ist auch wirklich merkwürdig. Halt, Cortex ist jetzt ein Snowboard und man fährt auf ihm durch ein weiteres Schneelevel. Und hier merkt man, dass die Entwickler keine Zeit mehr hatten. Ich meine, was geht hier ab? Auch die Steuerung in dem Level ist echt nicht gut. Crash steuert sich oft super schwerfällig und unpräzise, was dazu führt, dass man sehr leicht verreckt, wenn man auch nur leicht zur Seite geht. Ein gutes Beispiel ist die Stelle hier. Die ist vollkommen am Arsch. Im Level gibt es Stellen, auf denen man Rampen aktivieren muss mit einem Schalter. Und falls man den verpasst, ist es halt vorbei. Und der Checkpoint hier ist so gesetzt, dass man den Schalter nicht erreichen kann. Heißt, man geht hier Game Over, wenn man den Schalter nicht beim ersten Mal aktivieren kann. Es ist so ein Bullshit. Das Level hat auch immer diese richtig komischen Stellen, an denen man durch einen Hühnerstall und ein scheiß Bordell fährt, was keinen Sinn macht. Wieso sollte man so ein scheiß Huren aus, mitten auf dem Berg, im Nichts bauen. Ich sag's nur, das kann nicht gut fürs Geschäft sein. Ist Cortex jetzt ein Hurensohn? Aus irgendeinem Grund endet das Level damit, dass die beiden jetzt in einem Schneeball sind und... Ist das eine Vagina? Die landen übrigens auf Dingodals Haus. Ja, er hat anscheinend ein Haus. Keine Ahnung, ob er es abbezahlt hat, aber es ist jetzt komplett kaputt. Aber ich muss sagen, ich liebe es, wie er einfach am Lesen ist. Fuck, ist der Precious! Die Cutscene hat praktisch die letzte Area des Levels eingeleitet, und zwar das Schiff. Hier habe ich gemerkt, dass man selbst mit 3 Akku-Akku-Masken nicht durch die Nitro-Kisten kommt. Allgemein kann man nicht in Nitro-Kisten reinrennen mit einer Akku-Akku-Maske. Das killt einen, egal was man macht. Und das ist super beschissen. In jedem fucking Crash-Spiel, das auch nur ansatzweise das gleiche Akku-Akku-System hat, steht Akku-Akku über allem in dem Spiel. Nitro-Kisten, TNT-Kisten, Gegner, er kann alles tanken. Aber hier sind die Nitro-Kisten von Gott geküsst und die killen einen einfach, egal was man macht. Das ist ein bisschen ätzend und es kommt auch keine Musik, wenn man 3 Masken hat. Das ist wirklich der größte Beweis, dass das Spiel eigentlich nicht fertig ist. Ich meine, es fehlen auch extrem viele Soundeffekte. Das ist echt schade, weil das Spiel bisher eigentlich echt viel zu bieten hat. Naja, aber gehen wir mal in das Schiff. Wieso ist alles so langsam? Es gibt eine sehr instabile Framerate, aber ich habe in keinem Spiel erlebt, dass einfach alles Slow Motion wird. Ich habe hier nichts am Gameplay gemacht, das läuft genau so. Ich habe es genau so aufgenommen. Das ist mir noch nie passiert. Und glaub mir, mehrere Stellen im Spiel sind so, aber die kommen noch. Keine Sorge. Neben dem ganzen Slow-Mo-Zeug kommt auch noch dazu, dass das Level-Design im Schiff echt wack ist. Halt, was soll dieser Raum hier? Das Einzige, was einen killen kann, sind diese fucking Nashörner, die an Seilen hin und her schwingen. Das passt halt null zu dieser ganzen Schiffsthematik. Ich verstehe es ja, dass Ratten überall rumrennen und komische mechanische Dinge da drin abgehen, aber was wollen diese Nashörner hier? Die passen hier gar nicht rein. Und es wird halt noch schlimmer. Wie wäre es mit Raketen, die Trampoline sind, die aber die Hälfte der Zeit nicht funktionieren? Oder Engine, der einfach innerlich stirbt? Jetzt mal Real Talk. Wann wurde Engines Hautfarbe grün, als wäre er eigentlich tot, aber würde über die Teile immer mehr verwesen? Was so wie dies mit dem schwarzen Magier in Yu-Gi-Oh! Gemacht haben? Er hatte am Anfang diese mega coole Latino-Bräune und das sah super nice aus. Aber mit der Zeit ist er immer mehr zum Zombie geworden. Und ich verstehe nicht, was der Gedankengang dahinter ist. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, was der Gedankengang hinter diesem ganzen Segment ist. Ach ja, ich will mich von der Scheiße ablenken, die das Spiel mir hier auftischt. Ich finde es super lustig, dass man, wenn man einmal bei der Stelle mit Engine stirbt, man sich immer wieder die Cutscene anschauen muss. Aber man kann sich trotzdem noch bewegen. Was dazu führt, dass ich einfach nach der Cutscene
tot bin. Ja, das ist ein gutes Spiel, Leute. Nach noch mehr schlecht designten Stellen gibt's einen Bossfight gegen Engine. Und der ist fucking lame. Halt, ich habe die Bossfights gegen den immer gehasst. Aber ich denke, das hier ist wirklich der schlimmste. Man muss im Kreis rennen und warten, bis er eine TNT-Kiste wirft. Und man muss in der Nähe von diesen Stützen sein, die einem Schaden machen können, wenn man zu nah dran ist. Und man muss hoffen, dass das TNT die Stütze kaputt macht. Und das dreimal. Es ist wirklich nicht gut. Und wie schon gesagt, es fühlt sich so an, als würde das Spiel komplett zerfallen. Aber es wird noch ein wenig schlimmer. Nach dem Fight fliegen wir zurück ins Schiff, denke ich jedenfalls, weil wir kommen aus dem Schiff raus und landen dann wieder drin. Das Layout macht nicht wirklich viel Sinn. Ich glaube, Crash wollte gerade wieder hochfliegen, um die Stelle des Spiels nicht zu spielen. Das ist Rusty, das Virus. Er will uns killen. Das ist Crash Bandicoot. Er ist viel zu langsam und wird down von Rusty eingeholt. Das ist Bloodleaves. Er hat keinen Bock mehr, dieses Scheißspiel zu spielen. Ich schwör's. Das Level funktioniert nur, wenn man alles pixel-perfect eingibt. Als wäre man in einem Test-Speedrun in Tekken 3. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schafft es das Level im Vergleich zu anderen ähnlichen Passagen nicht mal ansatzweise zu zeigen, wo man hin muss. Ich bin so oft in Nitrokisten reingelaufen oder wurde von Rusty massakriert, weil ich versucht habe, nicht in Nitrokisten zu laufen. Und wenn man hier Game Over geht, muss man den ganzen Schiffspart nochmal machen. Das heißt, die ganze Zeit nochmal diesen scheiß Slow-Mo-Part. Das ist halt echt ein bisschen schrecklich. Es gibt auch diese Türen, die zugehen, um Rusty aufzuhalten. Aber bei einer der Türen geht die einfach zu, nachdem Rusty schon durch ist. Und das wirkt irgendwie wie ein Fehler. Ich meine, die Stelle geht echt klar. Man muss nur perfekt spielen, was nicht schwer ist für die kurze Zeit, in der die Passage läuft. Aber es ist fucking frustrierend. Nach der tollen Passage gibt's einfach einen weiteren Bossfight. Halt, ab dem Punkt ist das Entwicklerteam nur noch am rausballern. Hey, wir haben einen Haufen halbgarer Bossfights gemacht und morgen wird das Spiel geschippt. Lass uns mal alle reinpacken. Halt, alle. Scheiß drauf. Wie ist eine Beta? Scheiß drauf, Mann. Rein damit. Und du verlierst deinen fucking Job. Ey, Frank, nein, nicht heulen. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Der Bossfight ist gegen Entropio und Embryo. Was gibt er seinen Augen ab? Ja, der Bossfight ist komisch. Zuerst kommt Embryo in seiner Monsterform, die komplett anders aussieht als im ersten Teil. Und er slammt so ein bisschen auf den Boden und geht zurück ins Wasser. Und dann kommt Entropio. Er spaltet die ganze Arena in diese kleinen Felder auf und man muss warten, bis er einen Anfall kriegt, um ihn zu hitten. Und das passiert dreimal, ohne schwerer oder interessanter zu werden. Es ist so ein Basic-Bitch-Bossfight, der echt nichts im Spiel verloren hat. Es wäre einfach besser gewesen, den zu cutten. Aber hey, Steve ist stolz auf seinen ersten Bossfight, den er programmiert hat. Daher muss er in das Spiel rein. So eine Scheiße, Alter. Aber da wir jetzt bei Engine den sechsten Kristall geholt haben, können wir endlich in die Dimension X und zu den scheiß Zwillingen gehen. Ist das Coco? Coco, nein. Alter, nein, bitte. Meine Kristalle. Wieso macht die das? Mann, ist Coco in diesem Teil useless. Ich mochte die in keinem der Teile. Aber hier kommt die nicht mal richtig vor. Und wenn doch, tritt sie Cortex in die Eier. Und ich muss das Spiel deswegen noch länger spielen. Aber ja, dank Coco, danke dafür, müssen wir jetzt zu Nina Cortex, die bei der Akademie des Bösen ist. Warum ist Cortex im Terminal? Wie zur Hölle hat er das hingekriegt? Oh nice, ich krieg Schaden an meiner eigenen Schwester! Ich werde euch nicht gewichtet erquetschen. Ihr seid nicht gegen mich, ich bin der große und allmächtige Neo Cortex. Mein Kind ist ungeziehbar. Ihr wagt es, mich zu verhöhnen, um es andere zu manipulieren. Seid was ihr gerade schrecklich höher. Warum? Okay, jetzt spiele ich Cortex auf einmal und muss Gegner abknallen. Cool. Okay, die Passage ging wortwörtlich 30 Sekunden und jetzt sind wir da. Das war einfach nur ein Ladescreen. Warum? Kein anderer Screen im Spiel ist so. Was passiert hier gerade? Das waren die gebanktesten 18 Sekunden, die ich hier erlebt habe. Ihr merkt ja sicher, wie hart das Spiel gerade stirbt. Das liegt daran, dass das Spiel auf meiner Xbox 360 läuft. Und die 360 ist bekannt für die Emulationsprobleme, die die Konsole bei manchen Original-Xbox-Spielen hat. Heißt, wenn ihr die Xbox-Version holt, spielt das nicht auf einer 360. Die kann das so gut handeln, wie ein Elefant ein Einrad handeln kann. Also gar nicht. Der Elefant ist tot. Durch diesen Brunnen kommen wir zur nächsten Area. Das Kanalisationssystem der Schule. Das Gimmick der Welt ist, dass Cortex in so einem Rohr versteckt. Und das passiert nur, weil man ihn in so ein Ding reinwirft, das Leute in Rohre reinsteckt. Ich verstehe nicht, was das soll oder warum das in der Kanalisation ist, aber okay. Jedenfalls muss man ihn mit dieser richtig schlechten Steuerung rumrollen, während er in dieser Röhre ist. Und man muss ihn dann durch diese bestimmten Spülungen schicken. So nennt das Spiel die auf jeden Fall. Und die lassen dann Plattformen spawnen, die einen durch das Level bringen. Und das klingt sehr komisch, aber das Level an sich hat eine echt gute Schwierigkeitskurve. Es wird immer komplexer und die Main-Puzzles in dem Level machen Spaß. Obwohl man nur diese blauen Ventile kaputt machen muss, um die Spülungen zu vervollständigen, damit Cortex nicht drauf geht. Aber das Plattforming drumherum ist echt interessant und komplexer als die ganzen Zwischenpassagen davor. Die waren echt ein bisschen garbage. Aber leider sieht alles in dem Level viel zu gleich aus. Halt, manche Räume sind wortwörtlich dieselben, mit vielleicht anderen Gegnern und sonst nichts. Das hat mich am Anfang sogar richtig verwirrt. Und das ist irgendwie echt auffällig. Aber sonst ist es echt okay. Und geht wie alles in dem Spiel nicht allzu lange, sodass es halt nicht auf den Sack geht. Und dazu kommt noch, dass das Level mit einem mega guten Bossfight gegen Dingodile aufhört. Das war eine Sache, die mir schon als Kind so fett im Kopf geblieben ist. Einfach weil die Atmosphäre vom Fight super gruselig ist. Das restliche Spiel hat keine anderen Stellen, die so sind. Aber genau deswegen sticht dieser Fight so krass raus. Ich meine, gebt euch den Track, der im Fight läuft.
Hilfe! Auch Dingodiles Geräusche sind so schweineartig und mit Effekten zugekleistert. Es ist echt super weird. Aber genau das liebe ich an dem Fight. Dingodile wirkt super mächtig hier. Er schießt auch viel mehr Zeug aus seinem Flammenwerfer als im dritten Teil. Im dritten Teil hat er halt ein paar Feuerkugeln gemacht. Aber hier sind es einfach Feuerwände. Außerdem macht er immer diese super gruseligen Geräusche, wenn er gerade anlegt, um halt eine Attacke zu machen. Oder wenn man ihn erwischt hat, läuft er zurück in die Mitte und hat dabei super viel Impact mit jedem Schritt, den er geht. Und das ist auch das Stichwort. Denn das restliche Spiel hat nämlich ein sehr großes Problem mit Impact. Vieles wirkt einfach super merkwürdig und schwach, weil die Soundeffekte und die Animationen einfach nicht das reflektieren, was es versucht zu vermitteln. Aber in dem Fight hier ist alles perfekt. Wäre nun mehr vom Spiel so. Ich sag das jetzt schon zum dritten Mal oder so, keine Ahnung. Die Mechaniken in dem Fight selbst sind aber nicht wirklich super krass. Man weicht seinem Shit aus und wartet, bis er diesen Superfeuerball macht. Und man muss ihn dazu bringen, den Knopf freizuschießen, um den Wassersprengler zu aktivieren und ihn dann zu hitten. Und das viermal. Aber dafür werden die einzelnen Phasen immer schwerer und man muss gut aufpassen, wie die Attacken ablaufen, um nicht zu sterben. Es ist an sich ein wirklich cooler Bossfight, der zwar simpel ist, aber eigentlich auch recht viel Spaß macht. Es hat mich sehr an Crash 3 erinnert, nur ohne den fetten Exploit, den man machen kann. Ach ja, und das Bild beim Lebensbalken ist ja mal der niceste Scheiß. Es gibt viele dieser Zeichnungen in-game, vor allem für die Bosse und für die Leben. Obwohl ich sagen muss, dass das Lebensbild von ihm echt beschissen aussieht. Es ist so, als hätten sie sich den vom vierten angeschaut und sich gedacht, Mann, der sieht aus, als würde einem fett in die Seele starren. Machen wir einen, der ein bisschen freundlicher aussieht. Und dabei haben die einen Crash gezeichnet, den man einfach nur in die Fresse schlagen will. Das nächste Level ist die Schule selbst. Ich meine, dafür sind wir durch die Kanalisation gegangen, einfach um in die Schule zu kommen. Und das ist die verwirrendste Schule, in der ich je war. Es wirkt so, als würde ich ja alles versuchen, einen umzubringen. Ich meine, warum hat dieses Klassenzimmer einfach nichts drin, außer den endlosen Abgrund? Hier gibt es auch wieder eine Stealth-Passage, die viel schlechter ist als die davor. Bei dem Tiki-Dorf hat sich zwar die ganze Passage sehr unnötig angefühlt, aber da musste man wenigstens ein bisschen nachdenken. Hier muss man wirklich nur nach links warten, nach rechts warten und so weiter und so fort. Bis man den Typen, ich habe keine Ahnung, was der darstellen soll, mit Nitro-Kisten killen kann. Es werden sogar alle Stellen markiert, an denen man sich verstecken kann. Es ist echt beschissen. Und jetzt kommt das Beste. Diese Kacke kommt dreimal hintereinander vor. Dazu kommt noch direkt danach so eine Bücherei, in der ätzender Schleim immer weiter ansteigt. Ich wollte doch nur ein Mathebuch ausleihen. Aber ich muss sagen, die Stelle ist wenigstens spannend und die Hindernisse sind ganz cool platziert, bis auf die letzten Nitro-Kisten. Ich bin bei denen immer mega beschissen gestorben. Und damit meine ich, ich bin in die Luft geflogen, obwohl ich ganz klar auf TNT-Kisten gelandet bin. Erst nach so 5 Toten, bei dem ich immer die ganze Bücherei starten musste, by the way, habe ich gemerkt, dass man den Detonator aktivieren muss, der einfach bei ganz anderen Kisten ist. Der wirkt nicht, als wäre er für den letzten Part von der Stage, sondern für diese Kisten hier. Also habe ich es einfach ignoriert. Aber ja, stellt sich raus, ich muss das Teil aktivieren, damit ich durch die Passage komme. Die hätten den nicht beschissener platzieren können, holy shit. Gegen Ende ist auch noch die Musik verreckt, weil ich so lange an der Stelle gebraucht habe. Wenigstens reflektiert die Musik, wie ich mich gerade fühle. Selbst Aku Aku will nicht mehr hier sein. Die 360 kann das so fett nicht handeln. Holy shit. Wo ist der Scheiß-Dialog? Jetzt mal ehrlich, bin ich im Fegefeuer? Was geht hier ab? Das nächste Level in dem Spiel ist mit Cortex. Sein Gimmick ist, dass sein Sprung sackt und man alles wegschießen muss, was einem in den Weg kommt. Es ist an sich eine wirklich coole Idee, ihn zu einem spielbaren Charakter zu machen. Aber sein Level ist wirklich das schlechteste Level im ganzen Spiel. Denn die einzelnen Passagen im Level loopen die ganze Zeit. Es ist lächerlich. Es gibt im Grunde 3 Passagen in dem Level. Ein Gang, bei dem man von Käfern verfolgt wird. Einen mit leichten Plattformelementen. Diese Klassenzimmer, bei dem diese Missgeburten aus dem Gitter hier rauskommen. Was zur Hölle sollen die darstellen? Und eine Art Hauptflur, bei dem man mit einer Schulglocke die Kinder dazu bringen kann, die Hausmeister niederzutrampeln. Und die werden im ganzen Level einfach hintereinander gepackt, ohne großartige Unterschiede. Das Kanalisationslevel hatte das ja auch. Aber dort war es vielleicht ein paar Mal. Und wenigstens waren da die Gegner anders, sodass man trotzdem checkt, dass man gerade in einem anderen Raum ist, bei jeder Wiederholung. Aber hier ist es einfach die ganze Zeit das Gleiche. Das Klassenzimmer kommt ganze 3-mal vor, ohne eine einzige Änderung. Es ist super schlecht umgesetzt. Und das wundert mich, denn das Spiel hat es sonst immer geschafft, einzelne Passagen super kurz zu halten. Aber genau hier wird es so Copy-and-Paste-Bullshit. Aber hey, immerhin hat Cortex einen Sidestep, der total nutzlos ist und nicht einmal verwendet wird im Game. Nice. Es hilft auch nicht, dass die Cutscene, die Nina vorstellen soll, komplett bei mir verreckt ist. Der Dialog ist weg, es ist alles Slow Motion, die tanzen nur super langsam. Es fühlt sich wie ein fucking Ritual an. Alles hier ist kacke. Die 360 kann dieses einfache Xbox-Spiel so fett nicht handeln. Ich habe bei keinem der anderen Xbox-Spiele so eine beschissene Performance gehabt. Ich meine, bei Oddworld zum Beispiel ist der Sound kacke gewesen. Alles war zu leise oder wurde nicht abgespielt. Aber es war spielbar. Das hier ist nicht spielbar. Nach der Cutscene, die einfach durch den Slow-Mo-Effekt 2 Minuten geht, spielen wir mit Nina Cortex. Die kann sich an Sachen dranhängen und hochziehen. Und das ist auch schon so ziemlich alles. Ihre Passagen sind voll auf Klettern fokussiert. Und das Beste ist, fast das ganze Level ist in Slow-Motion. Es gibt ungelogen nur ein paar Spots, die super flüssige 60 FPS haben. Und dann geht man 2 Schritte weiter und alles läuft auf 2 FPS. Es wäre so lustig, wenn es nicht aktiv die nächste Stelle im Spiel beeinflussen würde. Ich rede von der Stelle im Spiel, bei dem man von dem Bus wegrennen muss. Warum auch immer. Und ich bin locker 45 Minuten da hängen geblieben, weil ich wirklich
wirklich zu langsam für den Bus war. Ich erinnere mich nicht, dass die Stelle so tight vom Timing her war. Also vermute ich einfach, dass durch den Slow-Mo die Stelle einfach unmöglich geworden ist. Und als kleiner Vergleich, hier hat sich das Spiel mal eingekriegt und der Bus ist viel weiter weg. Es ist also Bullshit. Es hilft auch nicht, dass gleich nach der Passage ein Boss mit Cortex kommt und wenn man dort Game Over geht, man das ganze scheiß Bus-Level nochmal machen muss. Ich bin eine Stunde an dem Scheiß hängen geblieben. Der Boss, den man mit Cortex bekämpfen muss, ist die Rektorin der Schule, Madame Amberley. Jedenfalls denke ich das, weil der scheiß Dialog fehlt. Der Fight ist aber wirklich ganz nett. Man kämpft auf einer Orgel und der Boss kann die einfach öffnen, was ziemlich tricky ist, weil man sich da sehr oft einfach einsperren kann und dann verreckt. Deswegen muss man so ein bisschen drüber nachdenken, was man macht und wie man den Boss handelt. Und das ist echt nice. Wäre der Boss jetzt nicht nach dieser Bus-Scheiße gekommen, hätte ich das sicher ein bisschen mehr gefeiert. Nachdem man jetzt die Rektorin der Akademie umgelegt hat, die hat das niemals überlebt, können wir zurück und die scheiß Maschine aktivieren, die uns zur Dimension X bringt. Aber vorher erfahren wir, wo die bösen Zwillinge herkommen. Und anscheinend waren das Cortexes Haustiere, die er einfach in eine andere Dimension geschickt hat, wie man das als Achtjähriger halt so macht. Und dafür wollen sie sich jetzt rächen. Also nach einer weiteren Cutscene ohne Ton kommen wir endlich zum letzten Level des Spiels. Und ich persönlich... ist das Spiel wieder abgestürzt? So ein Bullshit! Dein Fell ist so weich. Hey, der Ton ist wieder da. In der Cutscene kommt der böse Crash vor. Und ich persönlich mag ihn. Er hat schon ein ziemlich langweiliges Design, aber er entführt Nina. Und seit dem beschissenen Bus-Level mag ich die irgendwie nicht mehr. Boah, sieht das kacke aus. Genauso kacke ist es, dass wir praktisch nochmal das Level von vorher wiederholen. Aber alles sieht halt aus wie voll gekackt. Aber die Hindernisse reflektieren wenigstens die Dimension. Ich meine, diese scheiß Bohrer-Kacke ist wieder da. Aber die Levelstruktur ist immer noch dieselbe. Es wurde nichts Neues entwickelt für das Level. Und irgendwo gibt das ja Sinn, weil es ist ja im Grunde das gleiche Level, aber nur in einer anderen Dimension. Aber was ist daran spaßig, einfach nur das gleiche Level nochmal zu spielen? Das ist halt Bullshit. Und vor allem, weil man immer noch wegen der beschissenen Steuerung die ganze Zeit drauf geht. Nur diesmal sind Aliens überall verstreut und die können sich so dick verpissen gehen. Oh cool, der böse Crash wurde einfach mitten im Spiel von Gott gerichtet. Ich muss aber sagen, ab hier wird die Welt echt ein Tick nicer. Man sieht praktisch den Insanity Beach, aber in super abgefuckt und ich liebe es. Lasst sie gehen! Nehmt mich stattdessen! Was auch immer das gerade war, leitet das zweite und letzte Cortex-Lemming-Level ein, bei dem wir ihn davor bewahren müssen, brutal draufzugehen. Aber das Level ist wie das erste. Nur haben sich die Entwickler hier viel mehr Gedanken drüber gemacht, was man machen muss, um Cortex zu beschützen. Zum Beispiel gibt es diese Stelle mit den Nitro-Kisten. Und hier muss man die Ausrufezeichen-Blöcke aktivieren, dass Cortex nicht in die Nitro-Kisten reinrennt. Aber die letzte Kiste darf man nicht aktivieren. Und das fand ich an sich super nice. Bin nämlich beim ersten Mal auch fett drauf reingefallen. Deswegen ist es cool, dass man noch aufpassen muss und nicht einfach durchrushen kann, ohne wirklich auf die Umgebung zu achten. Es hat echt Spaß gemacht, die verschiedenen Methoden rauszufinden unter einem ziemlich fernen Zeitlimit. Es gibt sogar am Ende des Levels einen Kristall, der total nutzlos ist. Halt, der braucht ja nicht da zu sein. Er bringt rein gar nichts. Warum ist der hier? Jetzt mal ernsthaft, der Witz schreibt sich von selbst. Oh hey, das ist das letzte Level. Ich muss sagen, als ich die Review von dem Spiel angefangen habe, hatte ich genau dieses Level, was jetzt kommt, super schlecht in Erinnerung. Ich hatte es kaum noch im Kopf, aber ich wusste, dass das Level super beschissen ist, weil ich damals dauernd Game Over gegangen bin und dauernd verreckt bin und halt echt Bullshit in Erinnerung habe einfach nur. Aber als ich es nochmal gespielt habe, habe ich gemerkt, wie gut das Level eigentlich ist und dass ich einfach schlecht im Videospielen bin. Das Level soll praktisch wieder ein Oldschool-Crash-Level darstellen, aber es wurden moderne Elemente in die Level eingebaut. Meiner Meinung nach hätte so ein modernes Crash-Spiel sein können. Die Level an sich sind nicht super linear und die Gegner machen auch ein bisschen mehr als nur hin und her laufen, wie bei den Originalteilen. Hier bewegt man sich meistens in abgeschottenen Parts der Stage, die sich immer weiter öffnen, sobald man die Challenge in der jeweiligen Passage hinkriegt. Es wird immer schwerer, je nachdem, wie weit man im Level ist und manche Passagen hier sind einfach echt spaßig. Hier zum Beispiel hat man 4 Farben, die nacheinander aufleuchten und man als Plattform nutzen kann. Und jetzt muss man sich den Rhythmus merken und in der richtigen Reihenfolge auf die Felder springen. Und wie das Level den Spieler darauf vorbereitet, ist halt genial. Man kriegt vorher eine kleine Stelle mit dem Rhythmus der Farben und so kann man sich schon ein bisschen was davon einprägen. Es ist halt Basic Level Design, aber das Spiel hat sowas meistens nicht gehabt. Deswegen ist echt positiv auffällt, wenn sowas mal implementiert wird. Außerdem ist das Level gefüllt mit diesen super nicen und herausfordernden Plattformerstellen, bei denen man echt nachdenken muss. Und das Level ändert auch mit jedem Raum etwas und wirft einem immer direkt ein neues Hindernis in den Weg, das man sehr gut bewältigen kann, wenn man versteht, wie alles funktioniert. Man könnte meinen, dass das Level gut designt ist. Ich meine, die haben es geschafft, so eine Arena-Passage spielbar zu machen. Während alle anderen ähnlichen Parts im Spiel super beschissen waren, ging das hier voll klar, weil man die Gegner einfach von der Stage werfen kann, auch wenn es manchmal immer noch ein wenig Bullshit ist. Das Einzige, was mich an den Leveln stört, sind vielleicht die Kugelpuzzles, bei denen man immer eine Kugel zu einer Tür bringen muss, um die zu aktivieren. Die sind ein bisschen merkwürdig im Level eingebaut und es ist auch nicht immer direkt verständlich, was das Spiel jetzt von einem will. Aber die kommen echt nicht so oft vor, deswegen ist es nur halb so schlimm. Aber wie es das Spiel gern nach guten Leveln macht, wird alles direkt beschissen mit der nächsten Cutscene. An dieser Stelle hier wird
wird praktisch ein Subplot aufgelöst, der sich durch das ganze Spiel zieht. Nur habe ich den bis jetzt nicht erwähnt, weil er so fucking useless ist. Und zwar labern die Bösewichte dauernd was von dem Schatz, den es anscheinend gibt. Und die kämpfen auch nur gegen Crash, um Infos zu dem Schatz zu bekommen. Nur versteht man als Spieler gar nicht, was abgeht, weil diese Schatzline irgendwo gedroppt wird und man es super leicht verpassen kann. Und jetzt stellt euch vor, was mir passiert ist. Erst als ich das Gameplay nochmal angeschaut habe, habe ich die Line gefunden. Es wird nur ganz kurz in einer pre-rendered Cutscene erwähnt. Und zwar von einem der Vögel. Und Cortex sagt es dann in einer Line nach dem ersten Snowboard-Surf-Level. Und Dingodile hört es anscheinend und sagt es dann jedem weiter. Und so kommen die dann da drauf. Aber wie zur Hölle sind die in die andere Dimension gekommen? Und wo zur Hölle haben die her, dass der Schatz genau dort ist? Es gibt keinen Sinn. Also nachdem jeder danach gesucht hat, finden die den Schatz in Dimension X. Alle außer Dingodile anscheinend, weil er hat auch danach gesucht, aber ihn gibt's jetzt nicht mehr. Und das Einzige, was damit gemacht wird, ist, dass Spyro, der auch hier ist, vorkommt, die kurz anzündet und auf einmal verschwinden nach der Cutscene alle Leute, die im Raum waren, außer Crash. Habe ich gewonnen? Und das war der Subplot. Fucking useless. Alles war nur ein Build-up für eine scheiß Spyro-Cameo, die ich mir für 5 Sekunden geben kann, weil er halt nur in der Cutscene vorkommt. Hätten die nicht mal irgendwo als Model in der Schatzkammer hinstellen können? Obwohl, nachher hätte ich von dem scheiß Model sowieso Schaden bekommen. Aber nach einem viel zu langen Gang, in dem rein gar nichts passiert, halt gar nichts, man läuft einfach nur durch Türen, kommen wir zum Thronsaal der Zwillinge und so zum fucking Endboss des Spiels. Und es ist einer der schlechtesten Bossfights, die ich je spielen durfte. Der Boss hat 3 Phasen. Eine mit jedem Charakter. Die erste ist mit Nina und es ist die dreckigste Scheiße. Im Grunde muss man die 6 Röhren in der Arena kaputt machen, indem man die oberen Parts zerstört und an den Seiten der Röhren kann Nina hochklettern. Aber das letzte Ding, an das man sich festhalten muss, ist einfach unsichtbar oder einfach nur schlecht programmiert, keine Ahnung, und funktioniert gar nicht. Halt, man muss pixel-perfect den Jump machen, damit man überhaupt eine Chance hat, da hochzukommen. Und selbst dann kann es gut sein, dass man sich schafft, weil man einfach nicht genug Zeit hat, den fucking Knopf zu drücken. Und das Schlimmste daran ist, dass man das auch noch so 3-mal hintereinander machen muss, sonst verreckt man. Und ich krieg den Shit gar nicht hin. Ich bin deswegen 40 Minuten an dem Boss hängen geblieben. Ich habe auch alle möglichen Sprünge versucht und immer wenn ich denke, dass ich endlich einen Sweet Spot habe, kommt das Spiel und tritt mir einfach in die Eier. Es ist wirklich schrecklich, wie schlecht die Stelle umgesetzt ist. Der Rest des Bossfights ist super einfach, aber die erste Phase ist ein fucking Albtraum. Aber wenn man es mal schafft, es 3-mal hintereinander hinzubekommen, kommen wir zur zweiten Phase mit Cortex. In der müssen wir einfach nur im Kreis rennen und schießen und ein bisschen zurücklaufen und schießen, wenn man die andere Waffe kaputt machen will. Und es ist eigentlich echt langweilig, aber ich war an der Stelle super angespannt, weil ich nicht nochmal die erste Phase machen wollte. Und die dritte Phase ist einfach nur ein Witz. Crash sitzt in dem Mecha Bandicoot und man muss den Boss mit Raketen abknallen, aber einem wird nicht die Steuerung erklärt, weswegen ich fast deswegen draufgegangen bin. Und wäre das passiert, hätte ich mich einfach erschossen. Aber ich hab's geschafft. Und das fucking Spiel ist endlich vorbei. Und die bösen Zwillinge landen ohne fucking Grund beim bösen Crash und der frisst die auf. Kein Scherz. Und Cortex will Crash dann backstabben und ihn dann vernichten. Aber die Maschine geht kaputt und er ist jetzt für immer in Crashs Hirn gefangen. Das ist alles irgendwie ein bisschen düster. Scheiße, Mann. Ja, und das war Crash to Insanity. Das Spiel hat mich echt extrem überrascht. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das so viel Potenzial hat und gleichzeitig so viel Potenzial verschwendet. Ich meine, Crash 4 zum Beispiel war nur ein Crash 3 Klon. Es ist nichts Besonderes, es macht nichts Neues. Aber to Insanity hat es wirklich versucht. Und ich finde, das braucht wirklich mal ein Remake, bei dem die Entwickler auch genug Zeit kriegen, um ihren Shit zusammenzukriegen und uns mal ein fertiges Spiel daraus machen. Denn wie es gerade aussieht, ist es einfach eine Early Access Version von einem Crash-Spiel. Und das ist echt schade. Aber ich muss sagen, das Game ist doch spielbarer, als ich dachte. Vorausgesetzt, man spielt es nicht auf einer 360. Aber der PS2-Version könnt ihr wirklich mal eine Chance geben. Das Spiel an sich hat einen super nice Soundtrack. Manche Level in dem Game sind einfach der Shit. Und es sieht nicht super beschissen aus. Das ist schon mal ein Anfang. Aber das Spiel hat leider auch sehr viele Bugs, fehlende Soundeffekte, super gerushte Level und vor allem auch Bosse, die einen sehr hart frustrieren können. Der letzte Boss war ein fucking Wichser. Aber falls euch das Spiel trotzdem interessiert, gebt euch am besten die PS2-Version. Dankeschön. Wieso ist das Video so lang?